Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier auf meinem Kanal für Lexitron. Ich bin wieder Portal 2, es ist schon der dritte Dieser Part. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Oh. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ja, was muss ich jetzt wieder? Knopf drücken. Oh, den muss ich auffangen. Oh, das war mal nix. Komm, nein. Ja. Geschafft. Boah, ich mach schon doch, die bleibt jetzt hängen. Okay, du geschafft. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Wie soll das bitte gehen? Ist ja voll komisch. Ja, so kennt man GLaDOS. Reich sein, was aber nichts ausgeben. Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Super für die. Oh. Geschafft. Gut. Okay, auch geschafft. Probieren wir es gleich so. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Okay. Manchmal findest du dort noch Müll. Nein, das lass mal Müll fliegen. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Und warten einfach. Erinnerst du dich, geschafft. Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Das war kein richtiger Diss. Das ist einfach nur langweiliger Schrott. Schimpfen. Oh ja. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Hat mich nicht erschreckt, weil ich schon gesehen habe, was kam. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Begleitung, Cube! Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Ich hasse dich! Nimm dir noch einen anderen. Begleitung, Cube! Lass mal kurz bei was helfen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig oh, wertlos. Weekly. Gut, dass ich sie los bin. Habt ihr das gesehen? Ja, es funktioniert. Habt ihr Weekly da rausgekommen gesehen? Okay. Auf nach oben. Oh. Komm rauf, mein kleiner Freund. Flieg, mein kleiner Freund. Gut. Hui. Ist da noch? Geschafft. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Ich wünschte, du dir sehr gerne.
glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Und ich hasse dich! Musst du mir unbedingt mein Freund, mein besten, einzigen Freund zerstören. Denn wir Gladders sind keine Freunde. Nur zur Info. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Oh, den müssen wir einfach mal probieren. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Alma? Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Komm mit. Wir sind auf uns allein gestellt, obwohl du nicht der Begleiter Cube bist. Gut. Mann! Gut. Limbo tanzen! So, wo bleibt GLaDOS? Ja, wenigstens hatten wir jetzt keine nervige Begleitestimme bei diesem Test. So friedlich. Teil 3, die Rückkehr. Was scheiß. Okay. Oh, Wickel! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht, ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ja. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Vogel ist das zu fassen? Aha. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Aber dann kann ich immer mit Wickel sprechen. Nein! I hate you so much. Jetzt müssen wir... Au! 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 Also, wenn mir das richtig hört, dass ich meinen Schädel anhabe. Mein Schädel hat sie. Was Butter. Ah! Gut, genau. Zielen! Wow, jetzt zaubern wir. Au! Voll gegen meine Nase. Au! Hat funktioniert. Runter. Aha. Oh. Gut. Junge! Okay, funktioniert nicht so. Der gute alte Felix muss es anders probieren. Zack. Ja, geschafft. Au!
Ach so, kapiere. Das können wir schon zwar mal so hinsetzen, dass es dann genau trifft. Okay, die Tür ist offen. Au! Aber wir müssen... Hier ist ein Portal sitzen. Ich setze es schon mal so, dass ich mir nicht mal in den Kopf anhauen muss. Warte mal! Au! Au! Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Oh mein Gott, that is what? Wie ein Adler, wie ein fetter Adler. Na, 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 na. Viel Spaß beim nächsten oh, Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Boah, danke. Dann können wir mal weiter. Ich bin gerade durch ein Laser. Habt ihr das gesehen? Ihr könnt es bewahren. Ball gegen die Fräse. Nein, da kommst du mir mit. Diesen Test kenne ich schon. Den müssen wir eintauschen. Du kommst gefälligst mit mir mit. Du fliegst mal als Erster. Ah! Okay. Okay. Kyubi! Komm mit! Du als Erster, bitte. Gut, jetzt kann ich. Da liegt er! Es ist so geil. Da müssen wir einfach nur den Cube da helfen. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Aha. Klar, die Stimme hat sich auch verändert als in Portal 1. Das finde ich sehr schade, weil in Portal 1 fand ich die Stimme irgendwie besser. So, jetzt klingt sie viel menschlicher. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Aha. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es hey. Würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Genau, die kann man dann so... Hui! Bewegen. Oh! Was ist, wenn mir das Portal jetzt so weg wird, okay? Ich stelle mir genau auf das Orangene. Wow, ich sehe einfach drauf. Okay.
Okay, hier war es wieder. Los geht's! Nächstes ist das blaue. Ja. Dann noch ein blaues. Nein. Okay, haben. Komm mit. Okay. Müssen wir es genau hier hinstellen und es draufstellen? Nein. Oh! Wir haben noch keinen Tod gehabt und dabei soll es so bleiben. Okay. Mann, ich bin so dumm. Dabei soll es so bleiben. Ja! Unser erster Tod. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen vierten Part wollt. First Dead. Okay. Schreibt First Dead. Zack. Warum mache ich das eigentlich so? Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Hast du gerade gesehen, kennst wer du noch da? Andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ich hab doch... Also, du bist kein Mensch, du bist Roboter. Also, ist es was ganz anderes. Also... Ja. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Als ob ich hab da schon ein Portal reingesetzt hätte da. Hey, hier oben! Oh, Wiki! Die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich. Ah! Vogel! Vogel! Ja. Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Aha. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Okay, dann verabschiede ich mich hier von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und... Ciao, die Founder!